Am Anfang war es wüst und leer. Also sprach er: Es werde Licht. So hat es sich damals wohl zugetragen. Waren das göttliche Kräfte oder ging es da nicht nur um LED-Beleuchtung? Wir werden es nie erfahren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Studio Bonn. Mein Name ist Michael und hier geht es in dieser Episode tatsächlich um LED-Beleuchtung. Und zwar um diese 100 Watt LED. Die habe ich in einem Projekt verbaut. Ich nenne es DIY Sunblaster 2.0 Split Version. Und wem dieser Name ein klein wenig bekannt vorkommt, ja, es handelt sich um einen Nachbau aus einem Video von Matthew Perks, bekannt mit seinem wirklich hervorragenden Kanal DIY Perks. Die Beschreibung ist natürlich unten verlinkt. Ihr könnt da gerne rein klicken, um euch dieses Video reinzuziehen. Das ist einfach nur bestialisch gut gemacht. Da komme ich im Leben nicht dran. Also, meine Version, die ich jetzt hier vorführe, könnte man sehen, wie man es etwas anders machen kann. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt fahren wir fort, aber zunächst muss ich mich mal ernsthaft bedanken. Hello, Mr. Matthew Perks. I'd like to thank you for your absolute brilliant and detailed video about your DIY Sunblaster. Let me invite you to show what happened if a German see your video. You're welcome. Thanks again. So, und jetzt müssen wir zuvor aber mal eine Runde einkaufen gehen. Und das machen wir jetzt. Zunächst einmal benötigen wir, wen wundert's, eine 100 Watt LED. Macht ja sonst keinen Sinn. Dazu brauchen wir noch ein wenig Optik, um den Lichtstrahl ein wenig zu bündeln und damit richtig gut hell zu kriegen. Dazu noch ein wenig Elektronik, um von 12 auf ungefähr 32 Volt zu kommen. Dann brauchen wir noch natürlich einen Kühler, ein CPU-Kühler ist das, mit einem entsprechenden Lüfter. Da komme ich gleich aber noch etwas spezieller drauf zurück. Dann benötigen wir noch ein Potentiometer, um die Helligkeit zu regeln, sowie zwei einfache Widerstände. Und im Prinzip war es das Ganze. Hier ist jetzt die Elektronik, die wir brauchen, um halt von 12 auf 32 Volt zu kommen. Da müssen wir leider ein einziges Teil auslöten, und zwar dieses blaue Spindelpotentiometer. Ich glaube, es heißt so, schlagt mich nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Hier ist der gesamte Schaltungsaufbau mit den entsprechenden Werten. Könnt ihr euch gerne mal auf Pause-Taste drückend abschreiben, dann habt ihr das einmal drin. Das ist ganz einfach aufgebaut. Angeschlossen wird es am ersten und letzten Kontakt auf der Platine, wo vorher dieses Spindelpoti drin war. Wenn man das isoliert hat, kann man das an der Seite ablegen und dann mit einem kleinen Alublech oder ähnlichem so abdecken. Das sieht nett und apart aus. Das Potentiometer für die Helligkeitseinstellung liegt unmittelbar unter dem Handgriff. Das heißt, beim Tragen kann ich das mit Daumen und Zeigefinger regeln, aber hey, was soll's, man macht das Ding an, volle Pulle und gut ist. Eine Besonderheit habe ich auf jeden Fall, und zwar vorne die Glaslinse. Die wird mit diesem Handgriff, den ich da angebracht habe, abgehoben und zur Seite geschwenkt. Oder auch ganz nach oben, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Feder, die das Ganze hält, ist stark genug, damit es nicht von selbst runterfällt. Dann wieder kurz anheben und auf die LED ablegen. Ich zeige das jetzt nochmal en Detail von der Seite. Das heißt, oben drücken, unten sieht man, das geht. Ja, nach vorne, und dann kann man es zur Seite schwenken. Und umgekehrt genauso wieder. Die zwei Nupsis am Reflektor bitte dran lassen, da gibt es Aussparungen an der LED und dann rastet das Ganze ein. Das ist jetzt der Lüfter, diese Besonderheit, von der ich eben sprach. 12 cm bei 12 Volt, das ist ein sogenannter Noise-Blocker-Lüfter. Der läuft so leise und langsam, da muss man nichts runterregeln, den kann man einfach so anschließen. Dadurch, dass der etwas größer als der Kühler ist, streicht die Luft auch hinten nach oben an dieser Elektronik vorbei und dadurch wird die so abgekühlt, dass die noch nicht mal handwarm wird. Einfach nur perfekt. Achtet bei der Verkabelung bitte darauf, keine zu dünnen Kabel zu benutzen. Die bieten einen Innenwiderstand, das wird heiß, verbraucht mehr Strom und kann im Fall eines Falles sogar zu einem Brand führen. Das ist jetzt meine Energiequelle, in diesem Fall eine 12 Volt 7 Ampere Trockenbatterie. Da habe ich einfach einen XLR-Stecker dran gemacht und damit kann man dann die Stromversorgung herstellen. So, und wie man sieht, oben mit dem Poti einfach ein bisschen was drehen. Ah, da geht noch ein bisschen was.
Und damit haben wir die volle Beleuchtungsstärke erreicht. Hier natürlich ein bisschen doof zu sehen auf diesem schwarzen Hintergrund, aber es gibt jetzt gleich mal ein richtiges Beispiel. Hi, so, ich befinde mich hier unterhalb eines alten stillgelegten Schwimmbades. Ich habe hier eine ganz normale Taschenlampe dabei. Und damit man mal sieht, wenn ein Architekt oder ein Statiker das hier zu begutachten hat, da läuft nicht allzu viel. Wir haben sogar echte Beleuchtung vertreten, aber stellen wir uns einmal vor, die wäre komplett aus. Also, da lässt sich wirklich nichts erkennen mit einer normalen Taschenlampe. Das heißt, eine normale Beurteilung entfällt wegen ist nicht. So, und jetzt machen wir das mal mit dem DIY Sunblaster 2.0. So, jetzt kommt die zweite Version. Ich glaube, ich bin etwas derangiert. Also, jetzt machen wir das mal mit dem DIY Sunblaster. Den habe ich jetzt hier oft mal gerade eben eingeschaltet. Mal gucken, was passiert, wenn wir ein bisschen Dampf drauf geben. Also, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Auf die Art und Weise können wir wirklich beurteilen, sind die Decken in Ordnung? Sind die Seitenwände in Ordnung? Wie sieht das mit den statischen Teilen aus? Und vor allem mit den Spinnweben, heilige Scheiße. Ich glaube, ich werde die Aufnahmen langsam abbrechen, weil die haben zu viele Beine und zu viele Augen. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Aber wie man sieht, die Ausleuchtung hier ist jetzt doch ein wenig anders als mit so einem kleinen billigen Taschenlämpchen. Was zu beweisen war. Statiker und Architekten. Ja, nee, ist klar. Leute, das ist einfach nur eine Spaßlampe. Die soll einfach nur Spaß bereiten. Egal, wo ihr mit diesem Teil auftaucht, ihr habt die Aufmerksamkeit auf eurer Seite, wenn ihr denn genau arbeitet. Aber das ist bei diesem Projekt relativ einfach zu realisieren. Wo sie gut hinpasst, Stichwort Cosplay oder noch besser Steampunk. Zu den einzelnen Verkleidungen. Ich möchte mal Verkleidungen dazu sagen, im Steampunk-Bereich würde sie hervorragend passen. Da ist Kupfer, da ist Aluminium, dieser Gummihandgriff vorne, Glasen, das Ganze funktioniert auch noch, indem es leuchtet. Wirklich eine Bereicherung für jede Verwandlung. Oh, gerade mal die Kurve gekommen. Okay, jetzt sind wir fertig, jetzt sind wir durch, das war's für heute. Mein Gott, das war eins der längsten Videos in der Vorbereitung. Ich habe, glaube ich, 4 Monate dafür gebraucht insgesamt, also Postversand und nochmal Postversand und nochmal Postversand. Das hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und diese Warterei, die ist echt zermürbend. Zwischenzeitlich habe ich 2 weitere Projekte angefangen und eins davon wird das nächste Mal zum Tragen kommen, obwohl das dieses Mal schon permanent dabei war. Und zwar geht es um LED-Flächenleuchten, die ich selbst gebaut habe aus LED-Stripes, also diese LED-Streifen. Und die habe ich jetzt schon eingesetzt, um das Objekt, sprich den DIY Sunblaster 2.0, auszuleuchten. Also seid ihr schon halb dabei gewesen und ja, abonniert einfach, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt. Bei dem Abo-Knopf, da ist übrigens so ein kleines stilisiertes Zahnrad dabei. Wenn ihr drauf klickt, nachdem ihr abonniert habt, könnt ihr dann auch einstellen, dass ihr eine Info bekommt, wenn mein neues Video rauskommt. Und das dürfte diesmal nicht länger als eine Woche dauern. Ich habe da ein bisschen Zeitdruck für mich selbst aufgebaut, um das mal endlich richtig durchzukriegen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich verbleibe wie üblich. Bis demnächst.